Willkommen in der Bundesliga, willkommen in der Allianz Arena, willkommen beim FC Bayern München zu Hause, den wir hier vor zwei Tagen schon mit 3:1 auseinandergenommen haben. Platz 3 belegen die Münchner hier. Wir sind auf Champions League Kurs, aber das ist natürlich nicht der Anspruch. Der Anspruch ist natürlich immer die Meisterschaft, aber die können Sie eigentlich vergessen. Wir sind mit über 20 Punkten Vorsprung auf der 1. Die Meisterschaft ist eigentlich entschieden, kann man schon so sagen. Da müsste schon ziemlich viel jetzt verkehrt laufen, dass das nichts mehr wird. Aber mit dieser Mannschaft sind wir einfach... Da geht einfach nichts anderes. Okay, und die Batterie von meinem Controller ist auch bald leer. Das heißt, nach der Folge muss ich ihn wechseln. 32 Meter, das ist perfekt für ihn, Marco Reus. Der kann das. Ah, knapp. Wir spielen natürlich mit unserer besten A11, die wir hier bringen können. Denn das ist natürlich der FC Bayern. Den sollten wir nicht unterschätzen. Den sollten wir mit Respekt gegenübertreten. Natürlich, wir treten jeden Gegner mit Respekt gegenüber. Aber die anderen, die ein oder andere Gegner können wir natürlich auch etwas sanfter angehen. Oh, super, Pass auf Aubameyang. Boah, das ist frech. Und das ist dreckig. Aber das ist halt eben Marco Reus. Demütigend, dieser Treffer. Nach 10 Minuten. Wirklich demütigend. Ich werde einfach nie vergessen, wie die Münchner hier für ihn 150 Millionen Euro geboten haben. Und wir durch eine Vertragsverlängerung dieses Angebot kaputt gemacht haben. Und das werden die Münchner uns wohl für immer übel nehmen. Denn er schießt sie des Öfteren mal ab. So wie gerade eben in der 9. Minute. Laporte kommt da rum, nicht wirklich hinterher. Aber geht letztendlich doch gut dazwischen. Gündoğan auf dem rechten Flügel unterwegs. Setzt sich dann nicht gegen Lahm durch. Ah, Martinez verliert den Ball viel zu einfach. Aber holt ihn sich wieder. Ganz einfach. Und Gomes verliert ihn wieder. Morata gegen Hummels. Boah, Lewandowski. Mkhitaryan. Oh, bitter. Junuzovic, Kirchhoff, Vidal. Also teilweise ziemlich komische Leute bei Bayern mit Junuzovic und Kirchhoff. Gut, die haben natürlich auch Aubameyang, Vidal und Co. verkauft. Das war natürlich... Nee, Vidal nicht. Ich meinte Alaba. Das ist natürlich auch was. Götze haben sie jetzt auch hergegeben. Also
Bayern hat schon ziemlich viele starke Leute gehen lassen. Und das kriegen sie zu spüren. Dass wir unsere Leute festhalten können und Bayern das eben nicht konnte. Dementsprechend zerstören wir sie hier regelmäßig. Nur einmal konnten sie gewinnen und das war halt eben eines der wichtigsten Spiele. Und zwar im DFB-Pokal. Da haben sie uns dann den Titel weggeschnappt. Aber gut, was soll's. Dafür haben wir sie jetzt im Viertelfinale rausgekickt. Da gab's dann die Revanche dafür. Herrlicher Pass, aber Gündogan kann damit nichts anfangen. Jackson Martinez kommt dann nicht wirklich gut durch. Lewandowski gegen Marquinhos. 1-0 Marquinhos. Gomes, der hat ja im ersten Spiel vor 2 Tagen schon getroffen und in diesem bisher noch nicht. Marco Reus. Ja, der Schuss war nicht wirklich gut. Wir gehen in die Pause. 1-0 Führung bisher. Und Stuttgart wird gegen Gladbach auch mit 1-0. Martinez, der hat mir nicht gefallen, den bringen wir jetzt mal raus. Bringt Alcacer, das heißt Aubameyang geht in die Sturmmitte. Ansonsten, den bringen wir denn dann noch? Lemina auf jeden Fall. Phil Gomes. Und Klaasen. Für Gündogan. Nee. Wir haben ja extra Kramer da. Machen wir das. So, dann bringen wir Kramer hier rein. Und ich will mal kurz den Mina angucken. Der kann auch Rechtsverteidiger spielen. Nett. Gar nicht mal so die Monsterwerte, aber er spielt einfach monströs. Alcacer jetzt auf dem Platz. Im direkten Duell gegen Alvaro Morata. Ah, schade. Aubameyang holt sich den Ball selber und schießt. Und Kirchhoff klärt zur Ecke. Lemina. Schade. Hummels. Alcacer scheitert an Starke. Oh, Champions League für die Münchner. Da geht's gegen den FC Barcelona. Also es wird nicht wirklich leichter für die hier. Und für uns geht's gegen Benfica Lissabon. Oh mein Gott, und dann so ein Bock. So ein Bock! Aber der Segen. Eben Benfica wird unser nächster Gegner im Achtelfinale der Champions League sein. Da haben wir noch ein relativ gutes Los bekommen. Es hätte natürlich uns auch Hertha erwischen können. Boah. Lemina. Alles klar. Was für ein Bums. Er hätte sich genauso gut noch ein bisschen nach rechts drehen können ins Tor. Dreht sich aber leider nur an den Pfosten und dann ins Aus.
Oh, Reus, ganz stark an Kirche vorbeigegangen. Und nochmal. Immer noch Marco Reus. Immer noch Marco Reus. Der macht's alleine. Doppelpack für ihn. Was wäre Dortmund nur ohne Marco Reus, der in dieser Saison wirklich glänzt ohne Ende. Die meisten Tore, die meisten Vorlagen der Saison in der gesamten Bundesliga. Ah, schade. Geht an Rodriguez vorbei, aber Rodriguez holt das wieder auf und erobert den Ball. Ganz stark gemacht. Mkhitaryan wieder. Der läuft und läuft und läuft. Und dann so ein Ball auf Paco Alcácer. Und er wird gefoult und jetzt gibt es den Strafstoß. Und die gelbe Karte für Arturo. Die gelb-rote Karte für Arturo Vidal. Oh, oh, oh. Reus hat im letzten Spiel verballert, deswegen darf es der nächste machen. Das wäre... Ach komm, lassen wir Alcácer einfach mal ran. Und auch er verschießt. Was stürmen die Münchner nach vorne hier? Hummels, Weltklasse. Was für ein Pass auf Aubameyang. Was für ein Pass auf Aubameyang. Von Lemina. Natürlich München, jetzt sind sie zu 10. Jetzt haben sie es natürlich um einiges schwieriger, weil vor allem eine zentrale Figur wie Arturo Vidal fehlt, der das Spiel lenkt, der Krieger. Der soll natürlich die entscheidenden Pässe spielen, auch die entscheidenden Zweikämpfe führen und auch mal selber einen Abschluss suchen. Aber wenn so einer dann fehlt, dann ist natürlich leichtes Spiel. Alcácer macht den Deckel endgültig drauf. 4-0 für Dortmund. Reus hätte ja auch einfach selber abschließen können. Der wäre locker reingegangen, aber dann sieht man halt einfach diesen Mitspieler, setzt ihn in Szene und macht eine Vorlage. Drei Minuten gibt es oben drauf. Hier wird wahrscheinlich nichts mehr passieren. Vor allem von Münchner Seite aus. Jetzt kriegen sie aber nochmal die Möglichkeit hier. Lewandowski. Lewandowski immer noch. Costa. Wieder Lewandowski. Kimmich. Costa. Zeit ist schon längst überfällig abgelaufen. Flanke, Hummels köpft ins Aus. Es gibt noch eine letzte Ecke.
Und dann dürfte es das gewesen sein. Ist der Ehrentreffer noch drin? Nein. Alcacer verhindert ihn auf der Linie. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann. Und tschüss.